Das ist immer etwas Besonderes im Testring. Da darf sich kein Zug auf dem T1 befinden, denn dazu wird eine einmalige und zugleich kuriose Brücke installiert. Am K13, wie diese Kreuzungsstelle hier heißt, fährt die Leitwarte per Fernbedienung ein schweres Schienenstück quer über die Gleise des Testkreises. Drei Minuten dauert der Vorgang. Dann ist die Kurzzeitbrücke in Position und ein Zug kann das Testgelände verlassen. Diese Minimalbrücke dürfte einmalig in der Eisenbahnwelt sein. Ausgetüftelt von einem Siemens-Ingenieur. Funktioniert immerhin seit 20 Jahren reibungslos. Bis an sein Ziel darf der grün-gelbe Zug nicht aus eigener Kraft fahren, sondern nur dort, wo er auch zugelassen und die entsprechende Zugsicherung